local level, so all these local plans and trainings doesn't make any sense. Okay. Yes. I understand. Vielleicht noch eine Information, aber auch Frage, weil es gibt in Deutschland ist dieser Notfallschutz Atom auf die Landkreise delegiert. Es gibt auch noch eine kerntechnische Gesellschaft, also eine Gesellschaft von den Betreibern. Das heißt, auch die Betreiber von Atomkraftwerken haben auch eine eigene Organisation, ja, kerntechnische Gesellschaft. Karlsruhe ist das. Karlsruhe, ich habe eine eigene Gesellschaft und eigene Infrastruktur und Lastwagen und Dekontaminationsgerät. Und wo auch immer die Frage ist, wie weit, wenn etwas passiert, was machen die einen, was machen die anderen, ist hier die Frage, ob jetzt auch in Frankreich, inwieweit jetzt dort auch die Betreiber eigene Apparaturen und Infrastruktur haben. Man muss einfach erstmal kennenlernen, wie die eigentlich das machen, um dann festzustellen, was dann auch nicht funktionieren kann. Und die Frage ist, ob da auch in Frankreich eigene kerntechnische von EDF Gesellschaften gibt, die etwas vorbereitet haben, was die machen. Ja, da ist etwas, was ich antworten kann. Sorry, now I need a translation because I was. Yes. So the question is, in Karlsruhe, there we have some equipment for decontamination, and we have a kind of own company, more or less. They have this equipment. The question is whether anything similar like this also exists on the French side by EDF. Ja, also nach Fukushima, ich hatte es vorhin erwähnt, in meinem Vortrag wurde ja dieser sogenannte harte Kern etabliert. Der harte Kern bezieht sich jetzt nicht nur auf Einrichtungen in den Anlagen selbst, sondern bezieht sich auch auf Hilfsmöglichkeiten von Klavier- und Kunststationen in Frankreich aus. Das geht los mit der Möglichkeit, durch Hubschrauber zusätzliche Nordstromaggregate, zusätzliche Einrichtungen an die Kraftwerkstandorte zu transportieren. Das ist ja vorgesehen. Also Hilfseinrichtungen, die eben im Einzelfall, im Anforderungsfall dann an die Anlage transportiert werden. Das ist so etwas Ähnliches wie der kerntechnische Hilfszug in Karlsruhe. So habe ich das jedenfalls verstanden. Okay, so there is Hardencore in France. This is not only about equipment inside and the changes inside the plant, but also about, for example, mobile equipment which can be delivered, for example, by helicopter in a case of needs. I think it's some mobile electricity and power supply possibilities. Okay. Brigitte, soll ich Schlusswort oder? Ja. Okay, vielen Dank an alle Teilnehmer, an Redner. Einen besonderen Dank geht an Patricia. Sehr gute Übersetzung gemacht hat, an André auch, der. You will first have to see my book. Nicht schreiben wird und Sie werden ihn dann eventuell noch einmal zusätzlich. I will not write any meanings. I decided instead to write a thriller about it. Bestseller. Finally. Yeah. How to escape. How to escape the my bicycle in case of this will be Ja, herzlichen Dank an Brigitte, die das Ganze ich glaube, es ist sicherlich ein spannendes, interessantes Thema, was bis jetzt nicht viel in der Öffentlichkeit, in der Politik und so weiter diskutiert wird. Was aber auch, ich sage, durch die Initiative von NTW und auch durch diesen ersten Rundtisch und weiter die Folgen werden, dass das mehr in die Öffentlichkeit kommt. Und ich hoffe auch, dass die ENCO, die europäische Studie, wurde ja jetzt auch veröffentlicht. Da soll auch demnächst vor dem Sommer normalerweise noch von der Europäischen Kommission, also von Kommissar, irgendwie eine Kommunikation dazu kommen, zu dieser Studie, weil das, sie
sagen, was sie eventuell vorhaben, was verbessert werden soll und so weiter, weil die Studie ja nur eine Bestandsaufnahme ist. Und ich hoffe auch speziell hier im Rundtisch Cattenau, dass wenn jetzt die Studie eben von Luxemburger Regierung, wenn die verabschiedet wird oder so, dass es dann auch hier in Luxemburg zu öffentlichen Diskussionen kommt zu diesem Thema, wo noch weitere Fragen aufgeworfen werden und dass das dann hoffe ich auch eben in den Nachbarländern Saarland, Rheinland-Pfalz und auch in Frankreich noch zu weiteren Diskussionen führen wird und dass eventuell, wenn man schlussendlich feststellen wird, man kann keinen adäquaten Notfallplan machen, dass dann eben auch die politischen Entscheidungen getroffen werden, dass die Reaktoren dann abgeschaltet werden müssen. So, nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme und eine gute Rückreise an Sie. Machen wir noch ein Foto davon von einer Büro?